Die Bibel. Für Kinder. Die Hochzeit zu Kana. Eine Erzählung aus dem Neuen Testament. In Kana gibt es was zu feiern. Zwei Menschen heiraten. Zu dieser Hochzeit sind auch Maria, die Mutter Jesu, und Jesus selbst eingeladen. Sie gehen dorthin, um mit den beiden zu feiern. Auf der Hochzeit sind alle fröhlich. Alle freuen sich mit dem Brautpaar. Sie feiern miteinander. Allen geht es gut. Maria ist aufmerksam. Sie merkt, dass der Wein schön langsam zur Neige geht. Oh je, ein Hochzeitsfest ohne Wein, das könnte böse enden. Sie spricht mit Jesus. Sie sagt zu ihm, der Wein ist ausgegangen. Jesus, du musst und kannst den Leuten helfen. Doch er erwiderte seiner Mutter und sagt, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Maria geht zu den Dienern und sagt ihnen, dass sie alles tun sollen, was Jesus ihnen sagen wird. Jesus geht zu den Dienern und sagt zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Die Diener tun dies auch, obwohl sie sich ein wenig wundern. Danach sagt er ihnen, sie sollen einen Becher voll herausschöpfen und dem Wirt bringen. Der Wirt trinkt den Becher. Er weiß nicht, dass in den Krügen Wasser war. Die Diener wissen es. Aber der Wirt wundert sich nur. So ein guter Wein. Die Hochzeit geht weiter. Alle sind fröhlich, feiern ausgelassen miteinander. Überall, wo Jesus ist, wo er seinen Platz unter uns hat, wird das Leben fröhlich, wird unser Leben zum Fest. Es braucht aber auch oft Menschen wie Maria, die offen sind und aufmerksam, die ein Gespür für den anderen haben und merken, was sie brauchen.